So, und genau jetzt geht mein Headset in Standby. Also jemand, der schreckhaft ist, sollte sich kein Sennheiser holen, ohne Mist. Weil es ist ja nicht so, als ob es nur tut, tut, tut macht. Es ist schon dezent lauter, dieses tut, 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 als das die restliche Lautstärke, die eingestellt ist. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist der? Wo habe ich denn jetzt meinen Eimer? Eimer, hier. Hier. So. Wir haben den nächsten Tag. Wir schauen direkt nochmal nach dem Werkzeug. Da muss ich noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mal gucken. So. 3, 2, 2, 3. Eisenschaufel 4. Eisenschaufel, weiß ich. Also ein bisschen Überproduktion will ich ja haben. Ich glaube, das passt so. Ich glaube, da müssen wir nichts mehr ändern. Von der Produktion an Eisenwerkzeugen. Das ist gut so, denke ich. Das ist echt gut. Gut, dann gehen wir mal hier rein jetzt in die Verwaltung. Jetzt müssen wir mal hier was machen. Und zwar, die Schmiede 3 ist doch eigentlich effektiver, oder? Die machen jetzt nur Knüppel, damit sie halt lernen. So, gehen wir mal in die Schmiede 1. Sie haben 5% übrig. So, das ist jetzt nicht viel. Ich muss mal kurz gucken, haben wir Eisen eigentlich über? Eisen, ich habe keine Ahnung. Eisenerz ist immer noch ein bisschen drüber, pass auf. Verwaltung. Dann schauen wir mal, dass wir so ein bisschen jetzt den Feinschliff reinbringen. So, hier würde ich jetzt einfach mal, hier sind 5%, da brauche ich nicht großartig viel machen. Da gehen wir einfach mit dem Eisen rauf. Die Schmiede hier macht auch Eisenbarren. Aber die hat noch 20% über. Das heißt, ich gehe jetzt hier aber trotzdem mal so 10% runter, dann haben wir nicht 30 übrig. So, dann schauen wir mal an der Schmiede hier. Hier werden Eisenspitzhacken 2 produziert und Eisenhämmer 2. So, dann machen wir nicht hier jetzt auch rein. Eisenspitzhacken gehen wir dann hier auf 5 hoch. Also da 5. 5,7. Okay. Dann kann ich nämlich hier, dann, ich muss jetzt ein bisschen gebäudetechnisch machen. Bisschen anpassen. So, Eisenhämmer und Eisenschaufeln. Das ist die hier gewesen. Eisen, nee, das war nicht die, das war die. Auch überall 2. Dann gehen wir mal hier auf den Eisenhammer. Vielleicht kann ich mir nicht wirklich wieder eine Schmiede sparen. Eisenhammer. Warte mal, wo ist er? Hier. 10% ist zu wenig. 10% ist zu wenig. Okay. Aber 1 stellen sie her. Okay. Dann kann ich hier den hier mal auf 5% runterschrauben. 1,19 zu... So, jetzt bin ich ein bisschen im Feinschliff. 1,15. Okay. Hier. Die stellen ja nur Kupferbarren und Bronzebarren her. Die machen ja nichts anderes. Würde ich gern einfach mal komplett killen. Mal komplett killen, die Produktion hier. Komplett. Und das Einstellen von dem Zeug machen wir noch. Aber jetzt möchte ich erstmal das so langsam hinbekommen. So, pass auf. Jetzt hat, gehen wir nochmal in die Schmiede. 1,09 Eisenhämmer. Das ist die hier. Eisenhämmer, 1,09. Wenn wir ein bisschen drüber gehen, kein Problem. Eisenhammer, 1,09. Also ich glaube, da müssen wir dann trotzdem so 10% gehen. Weil 5% ist zu wenig. Wobei so viele Eisenhämmer nicht produziert werden. Zur Not können wir ja überall noch mal ein paar 5% dann draufschrauben. Ich reiße ja die nicht gleich ab, wenn es die Produktion zu wenig wird. Eisenschaufeln 2,18. Okay. So, gehen wir wieder runter. Eisenschaufeln 2,18. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier Eisenschaufeln 2,18. 1,8.
wären wir dann bei 12%. Ich bleibe aber bei 10, weil die können ja noch leveln. Wir haben eh ein bisschen Überproduktion. Gut, dann mache ich hier die Eisenschaufeln auch raus. Und dann haben wir noch Eisensicheln. Auch 2,18. So. Eisensicheln. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Eisensicheln. Auch 2,18. Also wenn ich hier mal auch so 10% gebe, dann geht das auf jeden Fall. Gut, dann kann ich die Schmiede hier nämlich mal komplett ausschalten. Da ist jetzt keine Fertigung mehr. So, was haben wir hier jetzt? Auch wieder 3,68 Eisenäxte. Okay, 3,68 Eisenäxte. 3,68 Eisenäxte. Passt. Dann kann ich nämlich die. Vielleicht können wir uns wirklich ein, zwei nämlich sparen. So, und 46 Eisen. Was ein bisschen viel sein wird, denke ich. So, pass auf. Edward, gehen wir mal hier hoch. Eisen wäre genau das, was wir brauchen. Ich gehe mal auf 45%, weil dann haben wir nochmal 10% übrig. Was fehlt hier? Hier fehlt nicht Eisenbarren. Schau her. Hier fehlen nicht Eisen. Jetzt haben wir hier noch 10% übrig. Jetzt ist die hier keine Produktion eingestellt. Und die hier produziert jetzt auch gleich nichts mehr. Das Eisen kommt jetzt hier auch weg. Wenn die ganzen Schmieden haben wir mal alle gebraucht, um Bronze und Kupfer herzustellen. Jetzt hat, was machen wir jetzt? Nichts mehr. So, du machst 2,3 Eisenäxte. 2,3 Eisenäxte. Hier habe ich jetzt die Eisenaxt schon drin. 2,3. Das sind 5,9. 5,9 Eisenäxte. Also machst du hier 5,5. Das ist zu viel. Machen wir so und die 5% gehen wir noch hier drauf. Also dann können wir hier die Eisenäxte auch rauspacken. Und die Kupferbahn packen wir mal raus. Also Eisen ist halt schon extrem. Und die Eisenbarren packe ich mal raus. So. Packen wir mal komplett weg. So, nichts mehr da in der Schmiede. Was haben wir hier? Auch nur Kupfer und Eisenbarren. Packe ich auch mal komplett weg. So. Jetzt könnte es natürlich passieren, dass gleich Eisen fehlt. Der macht Eisenmesser und Eisenmesser. Der macht nur Eisenmesser. Habe ich sonst... Warte mal. Hier. Gut, die machen das zum Leveln. Die haben jetzt nichts. Ich habe doch nirgends Eisenmesser runtergeschraubt. Die machen nichts. Habe ich echt nur noch in einer Schmiede Eisenmesser? Die machen nichts. Und die hier macht nur Eisenmesser, ne? Aber wir haben, die sollte mit Eisenbarren mal nochmal hochgehen. So. Die sollte nochmal ein bisschen Eisenbarren herstellen. Gut, jetzt würde ich in der Schmiede hier mal nur Kupferbarren, Zinnbarren, Bronzebarren und Eisenbarren herstellen, dass wir es nur verarbeitet haben. Da können wir überall 25% mal einstellen oder ja, also hier, wenn ich hier mal 25% mache, hier 20%. 20% und Bronzebarren auch 20%. So, pass auf. Gehe ich hier mal auf 25% hoch an Eisenbarren, dass wir kein unverarbeitetes Eisen da haben, sondern es nur, oder keine Erze, sondern es nur die Barren. So. Das wäre ja jetzt dann in Ordnung, oder?
Das ist soweit in Ordnung. Und ihr habt alle keine Produktion mehr. Das soll jetzt auch erstmal so bleiben. Weil vielleicht mache ich dann aus den Barren einfach andere Werkzeuge. Oder anderes Zeug. Wir haben ja auch noch... Du machst jetzt hier wirklich nur Barren. Weil wir haben ja hier hinten zum Beispiel auch noch, können wir ja mal gucken. Es gibt ja noch anderes Eisenwerkzeug. Also eine Eisenschere. Zum Beispiel. Ich mach mal so 1%. Ist ja egal. Eisenschere. Eissichel, Eisensense. Können wir auch machen. Eine Eisensense. Einen Eisenspeer. Hufeisen. Eine Eisenarmbrust. Ja, Armbrust vielleicht nicht. Eisenpfeile. Auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock zu auf Eisenpfeile. So ein bisschen mal. Dass die jetzt immer alles so anderes Zeug noch wegen produziert, wo wir nicht so viel haben. Da bin ich jetzt hier, also ich lasse mal über 1%, dass es so nur da oben steht. Die Sachen, die ich mir rausgesucht habe. Und jetzt könnte ich rein theoretisch die zwei Schmieden hier abreißen, oder? Ich brauche keine weitere. Und wenn, dann haben wir noch eine Dreier auf Reserve. Für irgendwas zum Craften, zum Bauen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir werden die zwei Schmieden hier abreißen. Den Weg gehen wir jetzt. Ich gehe nicht den Weg über Kupferwerkzeug und Kupferzeug. Sonst wir gehen den Weg über, wir reißen ab. Achso, ich möchte nochmal das Werkzeug mitnehmen, schnell. Bevor sie immer, so lange noch Freizeit ist. Um einfach sicher zu gehen, weiterhin, dass ich jetzt nichts verkackt habe. Und wir immer noch überall ein Plus drin haben. Weil wenn wir anfangen, Minus zu bekommen, haben wir ein Problem. So. Weil dann steckt, wenn ich es nicht mitbekomme, steht die ganze Produktion. Und dann habe ich ein Problem. So, okay. Nehme ich das mal mit. So, wo sind denn die Schmieden, die ich gebaut habe, die ganzen? Da müsste eigentlich gleich hier eine sein, oder? Ist es die Schmiede? Da gehen wir mal, wo ist denn das Schildchen dafür? Schmiede 2? Ne, das... Ah, die dürfe darf ich nicht abreißen. Mal kurz in die Produktion so reinschauen. Was machst du? Du produzierst auch. Gut, dann lasse ich dich. Wo habe ich denn die? Die müssten doch hier langsam kommen. Seid es ihr? Kein Material? Nee, du produzierst auch. Dann habe ich hier noch eine Schmiede. Ey, das war alles in der Zeit, wo wir Kupfer gemacht haben und einfach mit Kupfer. Du bist die, was das Zeug produziert. Wo sind denn die Schmieden? Hier sind keine. Hä? Hier wird sehr viel gekehrt gerade. Hier sind Häuser. Eine Küche. Hä? Ha, ich habe eine Schmiede gefunden. Schmiede 3, die wollte ich behalten. Hä, wo habe ich denn die Schmiede? Ist es die hier dann? Was bist du eigentlich? Ach, du bist die Werkstatt. Okay, du bist die Werkstatt. Wo zur Hölle ist? Da habe ich die Schmieden. Die hier. Ah, die ist doch. Das sind die zwei da hinten. Gut. Ja, dann, weißt du was? Nehme ich einfach mal Zeug mit. Dann bauen wir nicht da draußen ein Haus. So. Also reiße ich es ab und baue ein Haus hin. Schau mal, ob der Plan aufgeht. Ich habe die Holzstämme, vermisse ich gerade. Wo habe ich denn die Holzstämme? Ja. Ich liebe unbegrenztes Gewicht. So, also waren
So, mein Workout ist durch. Danke für die super Unterhaltung nebenbei. Vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Workout. Ja, würde mich freuen und danke für den Follow. Ich suche gerade die Schmieden. Ich glaube, das sind die zwei hier. Okay, ich werde sie schon finden. Die hier, gell? Die hier, die. Medrat, geh mal weg. So, Schmiede 2. Produktion nicht eingestellt. Perfekt. So, tut mir leid. Eure Schmiede ist Geschichte. So, jetzt bauen wir halt hier ein Haus dafür hin, oder? Wenn es geht. Vielleicht nochmal auf zerstören. Vielleicht muss noch der Schotterweg hier ein bisschen weg. Und vielleicht muss das Haus noch weg. Der eine Baum hier. Gucken wir mal. Dann baue ich jetzt hier mal so ein Haus her. Okay, der Baum muss weg. Ja, natürlich ist es ein Ahorn. So. So. Dann ist der weg. Dann baue ich hier ein Haus hin. Ich nehme dann aber gleich ein bisschen Material hin. Ich habe, bam. So, schau mal, da kriegen wir doch bestimmt noch einen Weg hin. So, bup. Und das ist dann die andere Schmiede, oder? Produktion nicht eingestellt. Genau. Perfekt. Zerstören. Dann haben wir. Jetzt sind sie automatisch kein Schmied mehr, weil in dem Moment, wo eine Wand weg ist, ist die Schmiede kaputt. So. Bauen. Mache ich da nicht Holzhäuser draus? Steinhäuser draus. Dann haben wir hier so mittendrin auch mal so ein Steinhaus. Machen wir den Schotterweg weg. Machen wir den Schotterweg weg. So. Schauen wir mal, kriegen wir hier ein Haus hin? Ich kann es mir denken, dass hier der Baum im Weg ist. Ich hoffe, ich will da auf jeden Fall noch ein Haus hinkriegen. So mal hier zwischen den ganzen Häusern nur so ein Steinhaus noch. Wäre schon mal ganz cool. Noch. Da muss ich aber nochmal Kalk mitnehmen, wenn ich noch ein bisschen Kalk habe. Damit ich die gleich mal noch ein bisschen dekorieren kann. So. Häuser. Ja, guck mal. Jetzt ging's irgendwo. Warum ging's jetzt kurz und jetzt nicht mehr? Hä? Oder war es einfach nur das kurze Aufblitzen in grün? Nö. Gerade ging's mal kurz. Hä? Gibt's doch nicht. Ich habe eine andere Idee. Pass auf, wenn das nicht hergeht, dann baue ich eine Produktion her. Nochmal eine Küche. Bam. Weil die Küche könnte noch ein bisschen kochen. Ein bisschen Fleisch einfach mal machen. Würde ich mal sagen. So, dann brauche ich aber trotzdem ein bisschen Kalk. Aus unserem Materiallager. War doch irgendwo eins. Hier. Dann würde ich das Haus nämlich direkt ganz fertig machen. Also einmal nehme ich ein bisschen Eisen wieder mit. Okay, Eisen, Erz ist plus. Sehe ich jetzt schon. Ich muss in Kalk. Ich bin schon gerade durch. Ich glaube, ich bin schon vorbei. Ja. Dann nehme ich nicht den Kalk noch mit. Machen wir da ein schönes Steinhäuschen draus. Und die Küche machen wir auch. Da haben wir sogar zwei 10er Produktionstypis frei. Und haben plus ein Haus. Also plus ein Haus. Und vom Gebäudelimit sogar plus minus null bekommen. Dann sollte es hinhauen. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen Eisenerz übrig haben, was produziert wird,
können wir die andere Schmiede noch, ich glaube die Dreier war es, noch ein bisschen anheben. Vielleicht aber auch die eine mit Zinn noch ein bisschen runterschrauben. Und da lieber noch ein bisschen Eisen reinpacken. Einfach mal schauen. Ich will aber definitiv das Eisenerz, was reinkommt, zu 100% oder die Erze, die reinkommen, zu 100% wegbrutzeln. Und dann lieber verkaufen. Das wäre schon geil, wenn das klappen würde. So. Ist die Küche auch gleich fertig und da werden wir die zwei zwei von denen mit reinpacken und die soll, keine Ahnung, auch nur Fleisch oder sowas umbraten. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Fleisch, weil da haben wir auch noch eine sehr gute Überproduktion. So. Küche, die hier. Arbeiter zuweisen. Jetzt haben wir hier nämlich, guck mal, der ist nicht. Zack. Und die neuen hier, schau mal her. Bam. Können wir die Produktion einstellen und du machst wirklich gebratenes Fleisch. Bam. Vollgas. So, 218. Hier machen wir ein Steinhäuschen rein, das ist ja schön versetzt nach hinten, finde ich. So Quatsch. Muss ich erstmal überall Steinwände reinbauen. So. Wenn wir das haben, können wir da noch ein bisschen rein theoretisch wieder ein paar Menschen reinbringen, aber das ist mir jetzt immer ein bisschen zweitrangig. Ich will noch ich will die Felder noch ausbauen. Das ist auch so ein Plan. Den will ich noch durchziehen. Ich will noch. Mist. Bin gleich wieder da. Ich will noch eine Scheune bauen und die Felder vergrößern. Ich will die Werkstätten langsam mal in Produktion schieben. Und alles so nach und nach mal ein bisschen einstellen. So ein bisschen der Plan, den ich verfolge. Dass wir so langsam ein Wirtschaftssystem hinbekommen, was sich selbstständig versorgen kann. Okay, versorgen können sie sich, da haben wir lang gekämpft für. Aber was auch selbstständig alles macht, Ressourcen wegbringt, verkauft, dass ich nur noch ganz selten eingreifen muss. Tiere will ich noch mit ranbringen. Dafür brauchen wir aber einen Erben, weil zuvor werden wir unser Limit erreichen, schätze ich. Und das ist natürlich dann nicht schön, wenn wir unser Limit erreicht haben. Das ist eher dann nachteilhaft. Aber ich werde die Felder noch riesig ausbauen. Das kommt noch. Scheiß auf die Steuern. Die jucken uns nicht. Die können wir bezahlen. Die tun uns auch echt nicht weh. So, nur noch das Dach, dann haben wir's. So. Natürlich gleich wieder Deko. Deko machen wir gleich, dann machen wir das Häuschen gleich komplett fertig. Weil wir alles so ein bisschen haben. So. Dann gehen wir auf Verputzen. Das können wir nicht auch direkt durchziehen. Und dann würde ich sagen, wenn wir das Haus hier haben, gehen wir mal Armbrust organisieren.
Ich finde, es ist so, nach dem Aufstehen direkt erstmal ins Lager laufen und alles gucken und kontrollieren. Das die bessere Variante. Als nach den wirklichen Ressourcen zu schauen, die dann auf Lager sind. Nach den Rumrechnerei. Weil so siehst du automatisch den Plus innerhalb von 24 Stunden von allen Fertigungen. So, ich lasse zu, weil die machen es eh. Nach dem Safe ist es eh wieder zu. Guck mal, die Türen hatte ich nicht, oder das Zeug hatte ich nicht vergessen. Nice. Dann haben wir hier auch mal ein Steinhäuschen drin. Ey, Hubert. Ich hab mal... Hammer. Eine Axt. Steht ja einfach im Weg. Was erlaubt er sich? Ja, wir holen mal... im Tagebuch... die Quest. Dann müssen wir hier rüber. Ich gehe auf den Recurve-Bogen. Sprich mit Ida. Guck mal, da unten haben wir auch noch ein Steinhaus hingebaut. So ein bisschen. Das hat Seeblick, das kostet extra. Also ich, apropos Seeblick. Ich mach den mal kurz ein bisschen kaputt, indem braune Wolken hinter mir rauskommen. Wenn ich schon im Wasser bin, trinke ich gleich mal. Okay. Ich muss immer ein bisschen auf die Uhr schauen am Sonntag, leider. Heute Abend werde ich weiter streamen, Genshin, gell? Warte mal. Bist du eine von meinem Dorf? Wieso läufst du hier spazieren? Du bist keine von meinem Dorf. How are you? Ich will eine Siedlung machen. Willst du einziehen? Alter, wir haben einige Schwangere. Wenn noch ein Dude da sitzt, wäre vielleicht. Dann nehmen wir den auch gleich mit. Oh, guck mal. Sitzt. Hey, ich will eine Siedlung machen. Komm, willst du reinziehen? So, dann haben wir zwar keine Arbeitsplätze gerade. Hey, Ida. Fischfilet. Oh oh. Warum will sie denn genau was ich nicht habe? Will sie denn genau was ich nicht habe? Ich glaube, Fischfilet habe ich gar nicht. Wobei der Fischer ja eigentlich momentan fischt. Ich habe nur gebratenes Fischfilet. Wo könnte ich denn Fischfilet kaufen? Ich möchte mal kurz in die Verwaltung übrigens gehen. Mal hier kurz runtergehen zu Nahrung. Weil, schau mal, da verkaufen wir mal mehr von. Da verkaufen wir mal, also, ach so, deswegen haben wir davon so wenig. Nö, nicht verkaufen, keine, davon nix verkaufen. Nix, nicht machen. Fischfilet auch nicht verkaufen. Nicht machen. Nee, nicht machen. Das verkaufen, wo wir definitiv Überschuss haben.
So, hier wird das verkauft. Schau mal her. Kupferbarren, Bronzebarren und sowas. Hier haben wir ja, hätten wir ja noch ein bisschen was über. Hm? Hier wird jetzt mal Brennholz verkauft. Die Weidekörbe werden verkauft. Das ist auch gut. Aber auch Kupferbarren und Ding. Ich gehe mal hier 5% mit den Kupferbarren rauf und 5% mit den Bronzebarren rauf. Vielleicht brauchen wir nochmal einen Marktstand für Rohstoffe nämlich. Das könnte passieren. Gut. Ich schau mal in die Stadt, ob wir hier Fischfilet kaufen könnten. Ob da jemand Fischfilet hat. Wo gibt's denn einen Fischer? Wo gibt's denn einen Fischer? Hast du... Du hast 2 Fischfilet. Ja, ich brauche 20 Fischfilet. Danke. Aber da war doch irgendwo noch eine Köchin. Hier, genau, vielleicht hat die Fischfilet. Hi. Fischfilet, hast du 6. Okay, dann haben wir 8 Fischfilet. Hey du, wo finde ich... It was nice seeing you. Frag jemand anderen, was bist denn du, Depp? How are you? Wo finde ich wilde Tiere? Bauernhoftiere, Händler. Gewinnung. Jagd. Fischer. Chesirika. Danke. Wo ist Chesrika? Da oben! Das ist zu spät, aber da muss ich hin. Da werde ich dann den Weg querfeldein bevorzugen. Also da, um da nochmal hinzulaufen, ist ein bisschen spät. Achso, weißt du, was ich mal machen wollte? Pass mal auf. Ich will es einfach mal ausprobieren. Was passiert, wenn... Hä? Kann ich nicht? Da geht nur meine Reputation runter. Mehr nicht. Da geht nur meine Reputation runter. Och Manu. Ich habe jetzt gedacht, da passiert irgendwas voll Spektakuläres irgendwie. Das wollte ich jetzt mal testen. Manu. Aber der Erfolg, ich war das nicht. Den hole ich mir. Den habe ich ja jetzt schon. Okay, den habe ich schon bekommen. Hole ich trotzdem nochmal. Ich klaue eine Sache. 10 Reputation tut nicht weh. Auch 10 Reputation so. Tut nicht leer. Du könntest jedes Dorf leer räumen und du machst halt einfach mal, keine Ahnung, ein Jahr lang wirklich ja, und die bisschen Reputation machst du ein Jahr lang sämtliche Quests und du hast bis bei plus minus null, würde ich fast sagen. Pass auf. Habt ihr irgendwas Sinnvolles da, was sich zum Klauen auch lohnt?
nehme einen Stock. So. Minus 1. So, das wollte ich mal testen. Mal schauen, was passiert. Und tatsächlich passiert da nicht viel. Aber jetzt haben wir Diebstahl. Wo kriege ich Fischfilet her? Ich weiß es nicht. Ich baue die Felder aus. Hier. Wo waren denn Felder? Ne, die. Wo waren denn Felder hier, oder? Nee. Gebäude. Landwirtschaft hier. Felder. Jetzt echt gedacht, da passiert irgendwas Spektakuläres. Wachen kommen her, wollen mich verhaften. Ich muss in den Knast, ich muss irgendwas zahlen. Warum? Weiter rauf geht auch nicht. Warum? Weißt du, also warum kann ich hier... Ach, guck mal. Hier kann ich rüber... Hä? Okay, ich mach mal schnell die Bäume hier weg. So. Den Baum hier vielleicht nicht. Dann mache ich hier nicht mal richtig dick Felder her. So. Muss ich halt die ganzen Bäume mal wieder ein bisschen fällen. So, ich arbeite mich mal so ein bisschen hoch. Schmeiß hier die Bäume um. So. Dann ist die Mission jetzt, dick Felder aufzubauen. Noch ein bisschen ein paar Felder herrichten. Ich glaube, den schmeißen wir auch noch um, den Ahorn. So. Baumstumpf. Weg mit dem Baumstumpf. So. Alles mit. So. Da ist noch ein Baum. So. Hilfe, ich häng in den Holzstämmen fest. Wir sind halt jetzt echt in einer schönen Position, wo wir sagen können, dass mir gerade was einfällt. Achso, ja gut, das ist alles wieder zu. Ja gut, die Jagd kann ich sowieso zulassen. So, das machen wir mal auf. Werkstatt 2. Fällt mir gerade was ein, nämlich. Haben wir nicht Holzteller gebraucht? Oder Holzschalen? Haben wir so Zeug nicht benötigt? So Zeug haben wir doch gebraucht, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Für die Küche. Deswegen hat die Küche hier auch die ganze Zeit kein Material. Was brauchten die dafür? Holzschale. Und auch überall eine Holzschale, gell? Nee, Holzschale und Holzteller. Ah, okay. Also, Holzschale. Machen wir ein bisschen mehr. So. Wollen wir eine Fackel machen? Weiß ich nicht. Kostet auch nur Stöcke und Leder. Komm, machen wir auch mal ein paar Fackeln. So keine einfache Fackel, sondern so richtig Fackel, weil wir Leder haben wir. Das könnte man noch ein bisschen machen. Hier brauchen wir halt überall Ton für Bierflaschen. Rein theoretisch will ich ja irgendwann mal Bier und sowas noch machen. Dafür habe ich ja die ganzen Werkstätte schon. Ist ja alles schon geplant. Komm, wir machen hier ein bisschen mehr. So,
Dann habt ihr hier auch ein bisschen zu tun. Und dann bin ich die Leute, die ich habe, schon mal versorgt. Liegt hier noch irgendwo ein Holzstamm rum? Nee, es liegt ein ganzer Baum noch rum. Ich glaube, hier liegt auch noch ein Baum rum, ja. Chup, 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 chup. Den wollte ich stehen lassen. Der, ich glaube, der liegt auch schon, ja. Also er tut zumindest so, als ob er liegt. So. Schaufel. Zack. So. Nein, das war nicht weit genug. Bauen wir nicht hier nochmal richtig dick Felder auf. Also ich möchte mal so richtig riesen Feldgebiet. Eigentlich hätte ich auch noch gern viel mehr Kräutersammler, aber das wird nicht mehr so funktionieren, glaube ich. Da, guck mal, jetzt kann ich hier richtig schön rüberziehen. Nochmal so ein richtig dickes Feld bauen. Bam. Keine Ahnung, warum es nicht weiter will. Dann mache ich nicht hier einfach weiter. Landwirtschaft, Feld. So. Vielleicht mal einfach mal auf die gleiche Breite hier rüberziehen. Und hier raufziehen. Muss ich jetzt mal schauen. So. Bis hierhin und ich glaube, das hat gepasst so. Ich glaube, es war einfach zu groß dann schon. Haben wir hier nochmal ein schönes, dickes Feld. Hier mache ich dann halt meinen Flechtzaun weiterhin. So. Hier rüber. Mal halt auch wirklich so bis, keine Ahnung, machen wir mal bis hier. Zack. Habe ich Stöcke dabei? 77, nicht viele. Aber ein paar können wir weitermachen. Ich könnte natürlich ins Materiallager gehen und einfach ein paar Stöcke holen. Aber ich habe gerade eh ein paar dabei. Dann machen wir direkt hier ein bisschen weiter. Dann gibt es hier morgen nochmal ein dickes Feld. Guck mal, die gehen auch direkt hin und arbeiten. Sollen sie erstmal umarbeiten? Ich weiß noch nicht, was ich anpflanze drauf. Das werden wir jetzt sehen. Das werden wir einfach sehen. So. Das werden wir einfach rausfinden. Ich habe halt noch nicht überall ein perfektes in Rohstoffen Gleichgewicht oder so, aber das wird noch kommen, schätze ich. Ah, guck. Ja, haben sie direkt ein bisschen was gemacht. Hier unten auch schon. Ich glaube, das ist dann am morgigen Tag relativ weit. Wir gehen mal hier rauf. Wenn wir am Materiallager vorbeilaufen, nehmen wir gleich mal ein paar Stöcke mit. Weil wir werden jetzt erstmal pennen gehen. Oder sollten zumindest pennen gehen gleich. Eine Scheune will ich auch noch bauen, nochmal. Eine Scheune 2. Dass da noch ein bisschen rankommt. Das Erz müssen wir dann gleich mal beobachten. Das ist nicht das nächste, was ein bisschen angehoben werden muss. Denke ich noch die Produktion. Ich find gerade nichts. Ich nehme jetzt einfach mal die Bretter mit. Bretter hier. Ich nehme jetzt einfach alles mit, weil ich finde schon wieder die Hälfte nicht. Unsere Eimer gehen runter. Warum gehen unsere Eimer runter? Ne, unsere Eimer gehen nicht runter. Ich nehme von mir aus auch mal ein bisschen Eisen wieder mit. Aber Eisenerz kommt ran. Das heißt, wir können anfangen, mehr Eisenerz wieder einzuschmelzen.
Sollte eigentlich auf 0 sein. Das machen wir aber gleich. Holzstämme nehme ich mit. Wo ist denn Stroh und alles? Kupfererz ist da. Stein nehme ich jetzt auch einfach mit. Hier, da, ich habe Stöcke gefunden. Hier, da, wunderbar. Stroh. So, also ich hab's jetzt schon gesehen, dass wir Eisenerz rankriegen. Das heißt, ich brauche eine Schmiede. Du bist ja damit beschäftigt, gell? Mit allem so ein bisschen. Du bist ja voll beschäftigt, genau. So, ich hätte hier gern einfach mal so, pass auf, jetzt stellen wir dich ein, 5%, 5%, 5%, 5%. Stellen wir einfach mal über so ein bisschen 5% ein. So, eine Eisenschere, eine Eisensense, ein Eisenspeer, so hier ist es in Ordnung. Eisenpfeile brauchen wir auch nicht so. Das ist alles nicht so, was wir nicht so in Mengen brauchen. Aber ich sehe Eisenbarren. Da gehen wir hier mal 10%. Und Kupfer sehe ich, kommt ran. 10%. Zinn sehe ich auch, dass rankommt. Ich glaube, beim Kupfer können wir direkt mal 20 gehen. Und beim Eisen auch 20. So. Sollen die das mal produzieren? Wir schauen mal, ob das weniger wird. Und ich gucke mal, ob ich schlafen kann. Noch nicht. Dann gehe ich nochmal zu den Feldern rauf. Dann gehen wir nicht morgen wieder in die andere Stadt rüber. Nach Jersika darauf. Um das Fischfilet zu bekommen. Ich glaube, das Feld ist... Achso, das ist das alte Feld. So. So, dann haben wir hier das auch mal fertig. Jetzt können wir zurück ins Bett gehen. Die muss ich noch alle dann auch einstellen, logischerweise. Was wir ein bisschen draufpacken. Ich weiß aber noch nicht was. Das werden wir aber sehen. Denke ich. Ich glaube, so Mehlzeug und sowas werde ich einfach mal komplett außen vor lassen. Brot und so. Kann ich jetzt? Ja. Dann gehen wir direkt wieder ins Lager, nehmen die Werkzeuge mit. Also ich werde weiterhin so einen Blick drauf behalten. Gestern habe ich sie liegen lassen. Wobei, nee, nehme ich nicht mit. Die Knüppel nehme ich mit. Ich guck mal, was ich ein bisschen mitnehme. Wenn wir da oben nicht verkaufen. Eisenerz müssen wir gucken, ob es weniger wird. Und Kupfererz müssen wir schauen, ob es weniger wird. Mal, was wir alles haben. Ton haben wir wieder sehr viel, aber wenig Stroh nur. Zinnerz, okay. Ich will mal kurz auf die Felder gehen. Feld 4. Und mal kurz einstellen. Ist halt blöd, jetzt ist es weg. Hiervon haben wir 27. Da würde ich ein bisschen machen. Das ist Weizen. Weizen. So, bam, 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 bam. Dann machen wir einfach mal so. Tschupp. Zwei Reihen Weizen. Von dem hier haben wir 32. Vom Hafer. Können wir auch einfach mal so zwei Reihen dazu bringen. Dann, was ist das? Roggen. Können wir auch einfach mal zwei Reihen dazu packen. So, da haben wir irgendwie noch gar nichts. Dann Flachs. Flachs haben wir nur hier oben 15 einmal. Da müssen wir auf jeden Fall wegen mehr ranpacken. Flachs. So, ja, übernehmen. So, da mache ich aber jetzt auf jeden Fall nochmal Flachs hierher in das Feld. Also mindestens zwei Reihen. Ja, immer übernehmen. Das sind wir jetzt 22. Da müssen wir mal ein bisschen... Ach, guck mal, da wäre mal Flachs, glaube ich, werde ich hier nochmal... Mal ein bisschen Flachs ranbekommen für Kleidung. Muss ja auch. Oder halt für Zeug. Brauchen wir ja langsam. Jetzt haben wir hier 4 Reihen Flachs. Was ist das nächste? Rote Beete? Rote Beete geht auch. Haben wir auch nicht viel. Auch nur 27. So, neue Reihe. Und
und das sind Zwiebeln, denke ich. Zwiebeln. Schau mal, Kohl haben wir ziemlich viel. Da haben wir schon 50. 50 Kohl, das ist viel. So, dann haben wir hier das nochmal alles dran. Ja, übernehmen. So, dann fehlt aber uns nochmal, also Karotten will ich auf jeden Fall machen. Das Blümchen hier will ich noch machen. Also da, wir können noch ein paar Felder reinmachen. Dann haben wir hier über ein bisschen noch mehr. So, und wir laufen jetzt rauf nach Tersika. Und zwar über den direkten Weg. Ohne Umwege. Nehmen wir den direkten Weg. Die können in der Zeit das Feld hier ein bisschen bearbeiten. So. Direkter Weg darauf. Weil wir ja Ding brauchen. Fischfilet. Dann gebe ich drüben das Fischfilet ab und wir können die Quest weitermachen. So ein Kilometer müssen wir. Knapp ein Kilometer. Dann haben wir das auch. Guck mal, hier ist der Weg. Da nehme ich echt immer, also bei solchen langen Strecken nehme ich gerne den direkten Weg, vor allem Banditenlager, ich weiß nicht. Die lohnen es halt auch nicht mehr so. Weil wir eigentlich alles, was wir haben, ist eigentlich schon besser als das, was im Banditenlager zu finden ist. Und wenn ich hier schnell mal quer durch die ganze Weltgeschichte laufe, dann muss ich langsam, darf ich nicht rennen. Weil sonst kriege ich gleich wieder Schaden. Weil ich runterstürze. Hier könnte ein Bär sein, Achtung. Ich glaube, oder? Jo, hier könnte ein Bär sein. Aber trotzdem, hier soll irgendwo eine Mine sein. Ach ne, die habe ich gefunden, die war hier. Okay, nimm's zurück. Hier ist keine Mine. Da ist hier auch kein Bär. So. Eigentlich muss ich selbst noch ein bisschen jagen, um mein Jagdskill hochzukriegen, oder? Hier habe ich die Mine gesucht das letzte Mal, genau. Einmal über den Berg drüber. Wie ich gesagt habe, ich war mir sicher, dass hier irgendwo eine Höhle war, gell? Hol mir das Fischfilet da oben noch. Und wenn ich später wieder ein Stream hier anschmeiße, geht's weiter mit Genshin Impactus. Schau dir die Aussicht an. Boah, wir sehen ja wirklich das Zeug hier. Guck mal, die Richtung ist, nee. Sehe ich das? Nee, sehe ich nicht. Oh. Schau mal, wie schön das hier ist. Schau mal, wie schön das hier ist. Also wirklich. Hier oben ist schon. Die Landschaft ist schon schön. Und ich mag so bergige Landschaften mehr. Vom optischen her als so flache Landschaften. Wo bin ich jetzt eigentlich vom Weg her? Hier. Hier ist ein Bär. Hier ist definitiv ein Bär. Irgendwo ist hier ein Bär. Hier ist irgendwo ein Bär. Da müssen wir genau aufpassen. Oh, ein Bogen. Schon wieder. Ja, da ist er. Hab ihn gefunden. Auf Bären habe ich halt überhaupt keine Lust. Das ist nur ein Verlust. Ein Verlust-Game. Gegen Bär. Der bringt jetzt nicht so viel, dass du sagst,
dass sich da irgendwas rechnet, sich den Bären zu krallen. Muss man ehrlich sagen. So, hier muss ein Fischer sein irgendwo. Hier, ein Fischhändler. Da, ein Fischer. Wunderbar. Wo ist der? Der ist in dem Haus hier. Hi! Wie viel Fisch... Halt die Klappe mit deinem Highest Quality. Fisch will ich. Ich brauche noch 12. So, ich kaufe 12. Aber ich kaufe auch gern die Fischbeere bei dir. Vor allem jetzt hast du Geld. Ich habe gehört, du willst Bögen kaufen. Ich verkaufe mein Inventar halbwegs. Was ich nicht brauche. Ja, da war... Haferbrötchen. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Knüppel. Nein! Was habe ich gekauft? Ich habe den Bogen wieder zurückgekauft. Nimm den. Ich will den nicht. Okay. For you. It was nice. Hello, friend. Whatever you need. Warum ist die Quest jetzt fertig? Warum ist die Backquest jetzt fertig? Wo habe ich denn das ganze Zeug her? Das alles her jetzt hat. Goodbye. Okay, und damit laufen wir wieder querfeldein zurück. Ich habe die Quest nicht fertig, ich muss sie noch abliefern. Das war nur der nächste Step. Hat mich das verwundert gerade. Boah, habe ich denn das ganze Zeug schon wieder her? Ich habe doch vorhin erst mein Inventar ausgerüstet und alles. Mehr kaum Brot und alles. Ich weiß, dass zum Beispiel Fleisch wenig Nahrung nur bringt. Also so Brot und sowas ist deutlich effektiver in Sachen Nahrung. Auch für die Siedlung. Aber es bringt mir nichts, wenn es halt auch sehr aufwendig ist zum Fertigen und Fleisch wir in Unmengen haben. Hier hatte ich mal ein gegnerisches Lager. Hier. Genau hier. Da ist ein Bär. Der Bär interessiert mich mal nicht. Da weiß ich noch, bin ich den Berg rückwärts raufgelaufen, weil ich direkt um die Kurve im Lager drin stand. Bei denen. Ist aber kein Banditenlager da. Okay, dann gehe ich wieder zurück auf meinen Plan, querfeld ein. Geht schneller. Ist echt kein nix. Ich kann nur noch mal so ein paar Meter in die Richtung laufen. Oh, Wolf. Sonst noch irgendwo einer? Nö. Oh, ich nehme dich mit. Ich lass dich nicht einfach... Boah, ich hab den ins Auge geschossen. Der tut mir ja richtig leid. Hab mir voll ins Auge geschossen.
Ich habe 130 Steinpfeile, wo habe ich die alle her? Nie im Leben so viele gemacht. Ich weiß, ich habe mal 50 gemacht. Da hatte ich aber auch nur noch 20 übrig oder so. Wo habe ich denn die alle her? Ich sehe aber echt auch kein Banditenlager. Tatsächlich, so Banditenlager mache ich gern. Mal so, bam, reinschießen einfach. Ich hoffe, es gibt auch irgend so eine Königsquest, so. Wo du sagst, hier in dem Gebiet ist ein Banditenlager. Mach das platt. Würde ich mich echt freuen, so. Wo ruhig mal ein paar mehr da sind. Wo du mal ein bisschen kämpfen musst. Wo du mal ein bisschen arbeiten musst für. Also die mit den Knüppeln ist ja einfach. Du läufst rückwärts, drehst dich mal um. Also du läufst weg. Drehst dich mal um, haust den Pfeil in den Kopf. Wenn du denn jetzt sogar schon den ersten direkten Pfeil in den Kopf reingejagt hast. Aber so wie ich es mitkriege, glaube ich, ist jedes Jahr im Frühling so eine Heroldsmission. Wobei ich echt überlege, ob man dann, sagen wir mal, wenn wir Jahr 3 haben, ob wir es wirklich wieder auf 3 Tage nur Jahreszeit runterschrauben. Also ich will die nicht immer skippen, aber ich glaube, wenn wir es runterschrauben auf 3 Tage. Weil damit bremsen wir uns gerade aus mit den 5 Tagen eigentlich. Da guck, du siehst einfach das Dorf von hier aus. Von hier oben. Ich liebe die Landschaft in dem Spiel. Wenn du irgendwo hier oben stehst und so ein bisschen guckst. Da unten, das ist unser Dörfchen hier. Das hier. Das da drüben ist das andere Dörfchen. Ich glaube, deswegen mag ich es auch so. In dem Spiel ist so viel so gut gemacht und so stimmig. Das ist schon echt geil ist. Guck mal, die arbeiten gerade ganz fleißig am Feld. Ich will kein weiteres dazu bauen. Die sollen erstmal die Felder hier fertig kriegen hier. Weil das jetzt erstmal gepflügt und hier. Die arbeiten ganz gut. Die sollen erstmal die Felder hier fertig bekommen. Da überlege ich mir mal, was wir noch ein bisschen machen. Vielleicht mache ich echt noch so ab und um mal so eine kleine Mini-Plantage mit so einem Apfelbaum rein. So, wir geben jetzt erstmal das Fischfilet ab. Bei Eider. So. Bei Eider, Eider, Eider. Hier habe ich dann Fisch. Jetzt muss ich wieder zurück, da wo ich gerade herkam. Aber weil das echt lang ist und weit ist, schaffen wir das heute nicht mehr, würde ich sagen. Ich nehme mal ein bisschen Dünger. Und ein bisschen, und die Apfelsetzlinge mit. Das restliche Werkzeug habe ich ja eigentlich eh immer dabei. Da kann ich die, Plantagen hier direkt fertig bauen. Eigentlich. Können wir hier hinten noch ein bisschen die Felder machen? Dann mache ich das fertig. Guck mal, 9 Apfelbaumsetzlinge. Und ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Dünger wir brauchen. Ein bisschen Dünger nehme ich mit. So. Weil ich wollte ja hier. Fangen wir mal hier so ein bisschen an. Hier würde ich jetzt nichts bauen. Aber schau mal her, weil hier zum Beispiel kein Baum ist, würde ich gern. Jetzt hat hier so, warte mal. So eine Plantage. Ich weiß nicht, ob ja. Oh, die ist voll groß. Oh, die ist voll echt groß. Oh. Quatsch. Du kannst sie halt leider auch nicht drehen.
Am liebsten hätte ich halt hier so ein kleines Plantarschall gehabt. Oh, das wäre größer, als ich dachte. Aber ich probiere es nochmal. Das ist ein Feld. Aber ich glaube, der Startpunkt war ganz gut. Bam! So, jetzt brauche ich mal, wo ist sie? Die Eisenhacke. Jetzt brauche ich... Dünger? Achso, ich brauche direkt den Samen. Guck mal. Apfelbaumsetzling. Tschupp. So, dann wächst hier nicht auch ein kleines Bäumchen. So ein bisschen drin. Hier können wir zum Beispiel auch noch so ein bisschen ausbauen. Also vielleicht bis hier. Und vielleicht... Ups. Was mache ich dann? Und vielleicht hier noch eins. Landwirtschaft, Plantage. Ne, hier geht nicht mehr. Schade. Und dann mache ich das hier. Flop. Flop. Job. Job. Mir hier noch ein paar Bäumchen. Haben wir hier noch so ein Apfelbäumchen. So ab und an so ein bisschen reingebaut. Hier weiß ich nicht. Könnten wir rein theoretisch auch mal probieren, ob wir es hier hinbekommen. Könnte ja funktionieren. Nee, kriegen wir nicht rein. Das ist auf jeden Fall zu eng hier. Aber hier, guck mal, da kriegen wir auf jeden Fall noch eine Reihe rein. So, wenn ich hier... Warte mal, das ist ja relativ groß. Also ich glaube, ich muss schon hier. So. Zack. Dann nutzen wir so ein bisschen die Fläche noch, die wir haben. Ein bisschen aus. Hau noch ein paar Bäumchen mit hin. So, immer ab und an mal. So. Guck, hier ist jetzt das kleine Eck ausgenutzt. Und jetzt will ich den Flechtzaun eigentlich so ein bisschen weiterziehen. Hier so. So. Den ziehe ich so mal hin. So. Eigentlich kann ich einfach das Häuschen hier rein theoretisch nutzen. So, tschupp. Gucken wir mal. Tschupp. Dann hätte ich hier unten halt gern wie so ein Gatter. Tschupp. Lass uns das erstmal aufbauen. Bauen wir mal den Flechtzaun hier auf. Dann können wir hier das Gatter aufbauen. Kümmern wir uns mal hier drum ein bisschen in der Zeit, wo wir wieder auf den nächsten Tag warten. Ich brauche auf jeden Fall noch eine zweite Scheune. Das ist ziemlich safe. Gut, die müssen das ganze Feld jetzt einmal komplett bearbeiten erst. Daher weiß ich nicht. Aber eine zweite Zweierscheune, glaube ich, tut uns nicht weh, wenn wir die bauen. Und vielleicht dann auch wirklich irgendwie eine Produktion einstellen. Mal so langsam. Aber dann müssen wir... Ich glaube, das ist sehr schwer einzustellen, weil wenn ich das Weizenkorn alles verjag, zum Mehl zum Beispiel, die haben ein Jahr Zeit und Weizenkorn kommt nur einmal. Dass ich dann nichts mehr anpflanzen kann, weil ich kein Weizenkorn mehr habe, weißt du? Auch nicht geil. Ich glaube, das könnten echt noch Sachen sein, die ich dann lieber selbst in die Hand nehme.
Weil verkaufen ist zum Beispiel auch schlecht, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt halt die Zwiebelsamen und dann komme ich raus und habe nur noch 30 zum Beispiel, also nach einem Jahr, wenn die Zwiebeln wieder angepflanzt werden. Dann stehe ich da und schau blöd. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Was ich da lieber sehr vorsichtig angehe. Weil ich ja immer ein ganzes Jahr warten muss, um die Produktion da einzustellen. Und das ist halt schwierig, denke ich. Wenn ich überall so 150 Samen mal auf Lager habe, oder auf Lager lasse, dann haben wir hier das geringste Problem, denke ich. Gar nicht, kann ich das nochmal abreißen. Gefällt mir auch nicht. Nee, nicht Lattengatter. Ich finde, so ein Flechtgatter passt so ein bisschen zu einer Farm. So. Wieder an der gleichen Stelle. Ja, komm, hau mal hin. Das Ding jetzt. So, und jetzt machen wir mal kurz vielleicht noch einen Weg hier, wenn es geht. Hier so. Schaut aber aus, als ob es geht. Zu dem Gatter. So, hier hin. Dann der Zaun. Den würde ich einfach mal so richtig ans Haus hier ranbauen. Dann ist das Haus halt so ein bisschen mit die Abzweigung. So, ich muss dringend trinken. Sehe ich gerade. Ganz dringend. Und dann muss ich mal wechseln. Unser Fleisch hält auch nicht mehr lang. Weiter haben wir das Feld noch nicht so wirklich ausgebaut. Also hier können wir dann noch ein bisschen was vielleicht hinschmeißen. Schauen wir mal. Ein bisschen Feld will ich ja noch. Ein bisschen soll ja noch kommen. Also den Baum würde ich gerne mal stehen lassen. Die zwei hier eigentlich auch. Ich lasse mal den hier weichen. Und geh da mal eher mit dem Feld so ein Stückchen nach unten. Dass ich mal sag, keine Ahnung, ich mache jetzt halt hier Landwirtschaft, Feld. So, zieh das mal hier rüber. Und mal hier runter. Bam. Dann ist es nicht groß. Warte mal, das gefällt mir echt nicht. Das ist wirklich. Ich wollte es noch eins breiter haben eigentlich. Lass mal kurz in die Verwaltung gucken in Sachen Felder. Vielleicht brauche ich hier gar nicht so groß. Was ist das? Karotten. Wenn ich hier mal komplett. Das ist halt echt nicht groß. Komplett Karotten anpflanze. So. Flupp. Das sind hier 16 Karotten. Ja, da können wir schon noch mal ein paar. Da können wir schon noch mal ein paar. Vielleicht ziehe ich einfach so schmal zwei breit nach oben hoch. Mache ich lieber ein paar mehr Felderchen, so kleinerchen. So, ich hätte gern schon so um die 50 von jedem mal so ein bisschen. Denke ich. Ich glaube, das schadet nicht. So. Können wir eigentlich direkt weiterziehen, Feld. Zwei. Mal bis hier.
Feld 7. Karotten. Chup. Ja. Dann haben wir 32 und hier oben 27, dann sind wir da bei 50 auf jeden Fall. Es fehlt noch Mohn, gell? Da ist aber auch ein Baum im Weg, den sehe ich hier schon. Mal noch ein bisschen Mohn. Und dann hätte ich aber das Feld abgeschlossen. Also ich glaube, noch größer braucht man nicht mehr. Vielleicht noch eine Plantage, wo man dann vielleicht Hopfen anpflanzen. Mal gucken. Aber keine Felder mehr. Auf keinen Fall mehr Felder. So. Ich glaube, das reicht jetzt dann. Wirklich. Das ist dann... Hä? Das ist dann echt schon viel. So, zwei breit und das ziehe ich jetzt einfach noch hier hoch und dann machen wir nochmal Mohn und dann ist der Schluss. Mehr gibt's nicht mehr. So, bam. So, und dann machen wir jetzt Mohn drauf. Status. Mohn. Bap. So, jo. Dann haben wir hier 24 und da oben 18, das ist auch genug. Wir ziehen unser Flechtzaun hier noch rum. Extra ein bisschen Platz gelassen, dass ich hier mal so hochgehen kann. So. Hammer. Dann bauen wir den Flechtzaun hier noch fertig. Dann gucke ich mal noch Richtung Plantage, was wir da ein bisschen haben. Da habe ich jetzt ein bisschen noch ein bisschen machen lassen. Da vielleicht noch ein bisschen was kaufen und bauen. Ich gehe rein, sonst muss ich drüber hüpfen. Das geht auch und klappt auch nicht immer. So. Perfekt. Das machen die dann schon fertig, das Feld hier. Wir gehen nach Hause. Würdet ihr mich... Ja, Alter, dann muss ich halt hier drüber hüpfen. Gut. Gehen wir nach Hause. Was geht? Ich glaube, wir können auf jeden Fall brennen. Was wollte ich sagen? Ist es unser Kind? Nee, der steht einfach nur neben dem Haus. Ah, wir brauchen noch ein paar Minütchen. Aber dann haben wir jetzt halt mal die Felder ausgebaut. Das war auch so eine Sache, die ich mir machen wollte. Die Felder, ich denke, da ist jetzt finito. Da ist finito. Vielleicht noch ein paar Plantagen. Die haben aber auch keine Arbeit, bis aufs Einsammeln. Und dann noch eine zweite Scheune. Das wäre so den Plan, den ich jetzt einfach mal habe. Also wir gehen wieder zum gleichen Zeitpunkt hier rein und gucken direkt mal, wie es mit dem Eisen ausschaut, ob das weniger wird, wie es mit dem Kupfer ausschaut und mit den Ressourcen natürlich. Oder mit den Werkzeugen. Eisenachs 26. Ich weiß nicht. Ich habe gestern nichts mitgenommen. Also denke ich, ist es so okay. Nee, passt. Passt. Ich habe hier überall nichts mitgenommen. Ich habe mal... Achso, ich will aber einen Hammer. Weil ich glaube, meiner geht bald kaputt. Ich nehme trotzdem mal ein bisschen mit. Ist ja egal. Verkaufen kann ich es dann auch wieder. Also, solange wir hier überall bei 20 sind, sind wir safe. Und wir haben ja egal, wo es ist, ein gutes Plus. So, und die sind halt einfach, haben halt einfach einen Wert. Gut. Eisenerz. 80. Okay, Eisenerz wird mehr. Kupfererz. Wenn das jetzt über 200 ist, wird es auch mehr. Wird auch mehr. Scheiße. Müssen wir umwandeln. Verwaltung. Müssen wir weiter schmelzen lassen. Und zwar hier. Also, 30%. Mache ich keine Bronzebahn? Hä? Doch hier. Aber das ist schon voll. Okay, jetzt haben wir hier noch 5% übrig. Lass mich mal kurz schauen, ob wir vielleicht noch Bronzebarren. Okay. Haben wir Zinn? Zinn. Alter, haben wir schon viele Holzschalen. Zinn?
10 Baren haben wir nur. Also es passt sogar. Wir haben kein Zinn, Erz. Gut, dann gehe ich hier. Das waren die hier, gell? Da sollen die noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Eisen noch. Also, wenn wir hier dann über 100 sind und da beim Kupfer haben wir wie viel? 244. Also, wenn wir da höher sind, dann sollten wir das nochmal ändern. So, wir gehen mal weiter hier hinten. Da gehen wir auf die Felder. Was? Lass uns mal gucken. Also, von denen, was ist das? Das sind Apfelbäume. Da habe ich überall ein paar. Okay. Von denen habe ich nicht so viele. Das sind Pflaumen, Birnen. Ne, Birnen habe ich viele. Kirschen habe ich viele. Hopfen habe ich ein bisschen was. Aber hiervon habe ich nicht so viel. Pflaumenbäume. Okay, Pflaumenbäume können wir auch noch ein paar anpflanzen, rein theoretisch. Aber brauchen wir Pflaumenbäume? Ich glaube, Pflaumenschnaps, oder? Gibt's. Gibt's, gell? Ich schaue erstmal, ob ich hier vielleicht noch eine kleine Plantage hier so reinbekomme. Da ist dann der Baum im Weg. Ich glaube, da ist dann nur der Baum im Weg. Und wir haben eine Viererplantage. Okay, dann muss der Baum hier weichen. Dieser Ahorn. So. Zack. Landwirtschaft, Plantage. So, zack, zack, bam. Da habe ich ja das Gebäude hier genommen. Dann kann ich ja hier, warte mal, du machst jetzt einfach, wo ist meine Hacke? Hier ist die Hacke. Das mache ich wieder selber. Mache ich hier noch ein paar Apfelbäume hin. Also Pflaumen weiß ich nicht, brauchen wir nicht zwangsläufig. Machen wir einfach die Apfelbäume jetzt hier noch fertig. Das sind auch genau 4. Reicht auch ganz genau. Kriegen wir noch ein paar Apfelbäume ran. So. Dann dummer jetzt hat hier noch. Würde ich sagen, das machen wir einfach hier so. Wieder so hier dran. Gehen hier so her. Machen hier einfach den Zaun so. Chup. So. Weil dann ist hier, würde ich sagen, wirklich so ein bisschen das Ende von unseren ganzen Feldern. So von allen einfach. Dann ziehen wir den Zaun noch so rüber. Wenn wir irgendwo nochmal noch was brauchen, können wir ja auch einfach sagen, okay, dann schmeiß ich halt in der Stadt, wo irgendwo eine freie Fläche ist, mal nur so einen Pflaumenbaum hin, hä? Wäre doch auch möglich. So. Dann machen wir jetzt das Feld fertig. Da ist mein Kaffee leer. Dann schauen wir mal nach einer Scheune oder so. Wo wir da noch ein bisschen was hinbauen können. Dekoriert haben wir leider immer noch nicht wirklich alle viel. Aber wir sind auf einem verdammt guten Weg, würde ich sagen, die Häuser fertig zu kriegen. Sind wir auf einem verdammt guten Weg. Ach so, warte mal. Ich wollte ja hier wieder rauflaufen. Okay. Guck mal, das habe ich ganz vergessen. Ich laufe wieder rauf, dann laufe ich wieder nach Hause und dann mache ich die Felder fertig. Guck mal, das habe ich ganz vergessen. Aber eins will ich noch mal kurz in der Verwaltung gucken. Fünf Gebäude. Fünf Gebäude haben wir noch über.
Und wenn ich es schaue. Ich brauche noch hier. Vielleicht eine Kräuterhütte 2. Eine Fischerhütte. 2 hätte ich auch gern noch. Hier brauche ich noch den Hühnerstall. Also sagen wir mal, ja, 2 Gebäude. Hühnerstall, Schweinestall. Das Gänsehaus. Den Stall, den Pferd, den Kuhstall, den Bienenstock. Nahrungslager 3. Scheune 3 und Windmühle. Sind wir da schon bei 12. Und hier dann noch die Schenke und die Näherei. Sind wir bei 14 Gebäuden, die ich noch bauen muss. Und dann brauche ich auch noch die Häuser dafür, weil die Leute ja noch drin wohnen müssen. Das heißt, wir brauchen 28, 30, ich sag mal gut 40 Gebäude noch. Wir können 5 bauen. Die Frage ist, wie viel können wir damit kriegen? Wir haben ein Erben. 65, das heißt 130 ist dann das Limit. Und wir brauchen 30 Gebäude. Und 25 können wir nur bauen. Das ist schlecht. Ist nicht geil. Ich könnte auch einfach außen rumlaufen. Das ist echt schlecht, eher. Nicht cool. Ich würde sagen, wir geben jetzt da oben noch die Armbrust ab. Laufen zurück. Ich habe gesagt, ich komme auf 3, weil dann bin ich eine Stunde bei meinen Eltern. Dann 4 ist vielleicht schon das nächste. Mal gucken. Mal schauen. Gucken wir einfach. Einfach schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Ja. Ich habe jetzt schon gedacht, wir haben eine Stunde später, nämlich deswegen habe ich mal kurz einen halben Herzinfarkt gekriegt, dass ich auf die Uhr geguckt habe. Ich weiß nicht, Sonntag ist doch eigentlich immer ein Tag, wo es am ruhigsten ist. Bei mir ist es am stressigsten. Aber weißt du, da hast du hier das. Also, gut, ich habe halt das eigentlich am stressigsten. Aber der ruhigste Tag bei mir ist echt einfach der Samstag. Den Bären ignorieren wir einfach mal wieder gekonnt. Jetzt habe ich gedacht, ich krieg Damage. Wo ist er denn, der Bär, hin? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ah, da oben. Weil vielleicht habe ich heute Kaffee trinken. Das steht aber noch wieder komplett in die Sterne. Weil Leute einfach nicht in der Lage sind, manche Sachen auszumachen. Und ja, schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Ja, entweder ja oder nein. Ich muss mich auch irgendwo immer nachrichten können. Und manchen Menschen geht das halt immer schwer. Dann gucken wir mal. Ja, wird schon irgendwie werden. Der will eine Armbrust, habe ich gehört. Kommt die hier dir bekannt vor? Das ist meine alte Armbrust, wie hast du es geschafft? Ich habe den Fischer in mir erweckt. Abliefern an der Kastrell. In Hornika. Münzen, Trockenfleisch. Und ein Trinkwasserschlauch mit Wasser.
Will er mich verarschen? Okay, die Münzen sind mir wurscht, aber will er mich verarschen? Woher soll ich ein Trockenfleisch kriegen wir. Haben wir. Aber ein Trinkwasserschlauch? Sowas haben wir gar nicht. Nö? Achso. Ich kletter. Also in dem Spiel hätte ich Bergsteiger werden können. Aber mein Trinkwasserschlauch haben wir. Eigentlich. Irgendwo habe ich mal einen rum... Oh, oh. Habe ich mal einen rumliegen sehen. Ich habe nicht mehr viel zum Essen dabei. Nicht mehr... Ich habe nichts mehr zum Trinken dabei. Wo ist der Bär? Ich sehe ihn nicht. Ich versuche trotzdem mal ein bisschen weitläufiger zu gehen. Nicht, dass ich gleich einen Bären im Gesicht habe. Das wäre nicht cool. Ich wenig Lust zu. Ey, wir hätten ja Eisenpfeile. Müssten im Lager rumliegen. Eisenpfeile müssen im Lager rumliegen. Daher sollte das sowieso kein Problem darstellen. Eisenpfeile sind nochmal deutlich höher im Damage. Das könnte gut klappen eigentlich. Dann, dass wir auch keine Angst mehr vor Bären haben müssen oder sowas. Weil ich habe mit Eisenpfeilen ja schon mal einen Bären erlegt. Das waren ja 3 Stück oder sowas, die ich nur gebraucht habe auf seinen Kopf. Oder an sich, ich glaube, den habe ich nicht mal immer im Kopf getroffen, keine Ahnung. Aber Eisenpfeile sind schon echt deutlich besser im Damage. Ich glaube, ich habe sogar welche dabei. Eisenpfeil macht 55 Schaden. Und der Steinpfeil, den wir haben, macht 25 Schaden. Das heißt, mehr als das Doppelte an Damage. Eigentlich sogar eine gute Idee mal zu holen sogar. Ja, ich sag mal so, bei Banditen oder sowas ist mir das wurscht, weil den jage ich einen in den Kopf und dann ist eh vorbei. Da so oder so vorbei. Daher stört mich das nicht. Und die einzigen gefährlichen Tiere, die du so ein bisschen hast, wo du echt viel brauchst, also außer du triffst natürlich nicht, sind die Bären. Also wenn du triffst, sind die Bären, die Wisons und die Wildschweine. Die halten ein bisschen was aus. Ein Wolf, den, wenn du den, der hat kein, der hat, hau dir den Pfeil in den Kopf und der ist vorbei. Wildschwein will 2 Pfeilchen in den Kopf haben. So, ich gehe direkt mal da auf den Hammer. Dann machen wir unseren Zaun weiter. Ach, guck mal, die Felder sind schon gerodet. Sind schon gepflügt. Die sind ja richtig schnell, die Jungs. Am liebsten würde ich noch so ein bisschen so ein, zwei Lämpchen so zwischen den Feldern aufbauen. Aber ich glaube, das geht nicht. Außerdem brauche ich ja wieder Stoff und so Zeug. Und das habe ich einfach noch nicht. Ich glaube, in Sachen Beleuchtung wird eins der letzten Sachen sein, die wir bauen in der Stadt. Die ganze Beleuchtung wird noch... Ich bin sehr dreckig. Wird noch lange dauern. So. Ziehen wir mal den Weg hier runter. Da. Noch. Dann muss ich mal was trinken gehen. Und ich muss mal schauen nach... vielleicht geht uns vielleicht das Wasser aus bald.
Da muss ich mal nachgucken, nämlich. Da muss ich echt mal... Das machen wir gleich. Scheiß auf den Zaun. Weil wir immer weniger Eimer haben. Vielleicht brauchen wir nochmal einen Brunnen dann irgendwann. Schauen wir gleich mal. Ich gehe davor, weil das ist hier näher. Nee, 86. Den nehme ich mir auch gleich. Trockenfleisch. Keine Ahnung, 20 wollt ihr haben, gell? Nehme ich auch gleich mal mit. Na, guck mal, wir haben viele Pflaumen. Und gebratenes Fleisch nehme ich auch mal mit. Einfach mal, keine Ahnung, wie viel nehmen wir mit? Komm, das reicht. Okay. Ein Trinkwasserschlauch müsste doch irgendwo sein. Doch irgendwo habe ich immer einen Trinkwasserschlauch doch mal gesehen. Trinkwasserschlauch, hier. Und den einen Eimer kann ich zurückschmeißen. So, jetzt muss ich mir nur kurz den Trinkwasserschlauch. Also einmal trinke ich mal was. Ich esse mich mal voll. Und den Trinkwasserschlauch, wo war er jetzt hat? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn hier? Den rüste ich mal aus. Keine Ahnung, machen wir mal auf die 8. Dann kann ich nicht rein theoretisch die Quest ihm auch abgeben. Trockenfleisch haben wir, Trinkwasserschlauch, alles. Kein Thema. So, den filmen wir mal kurz auf und dann mache ich mich auch mal sauber dabei. Wieso 4? Ach, weil du 4 mal draus trinken kannst? Okay. Dann hätten wir da alles für die Quest. Aber Wasser wird sogar mehr, weil die gelevelt sind? Eimer werden weniger. So, wir hauen das Feld hier hinten weiter. Den Zaun hier rum. Die Unebenheit finde ich sogar tatsächlich nicht mal so schrecklich. Hier. Weil irgendwie dadurch hast du halt automatisch nur die Felder ein bisschen mit abgedeckt, ohne gerade Nutzfläche, Baufläche wegzumachen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr rauflaufen. 14 Uhr noch irgendwas. Wir hauen jetzt noch hier das schnell zu Ende. Und dann haben wir... Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Oder erstmal Schluss für heute. Heute Abend werde ich dann ein bisschen Genshin machen, würde ich sagen. Oder ich mache heute einfach mal Genshin für mich. Kann ich auch mal machen. Mal schauen. Schauen wir mal. Ich sag mal, spätestens der nächste Stream ist dann wieder am Dienstag. Werde ich, glaube ich, auch mal so ein bisschen reinpacken irgendwie. So in den, in das Twitch-Ding-Teil da. So. Dienstag, Donnerstag ab 18 Uhr und Samstag eigentlich den ganzen Tag. Kannst du sagen. Und Sonntag dann auch. Stream. Meistens eher so morgens am Wochenende. So, weil so früh am Morgen möchte ich nicht unbedingt... Ich mache ja zum Beispiel Samstag, Sonntag immer meine Wohnung sauber. Oder Freitag auch schon. Freitag so Waschmaschine, Geschirrspüler und sowas lasse ich halt mal laufen. Und ja, dann möchte ich, weiß ich nicht, so Waschmaschine Samstag früh gleich. Wir haben ein Altbauhaus. Da hörst du eigentlich immer alles. Da habe ich nämlich ein bisschen Rücksicht auf meine Nachbarn, deswegen mache ich es Freitag dann direkt nach der Arbeit. Die Arbeitsklamotten und sowas waschen. Ich glaube, die Stöcke werden nicht reichen für den Zaun. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber da haben wir auf jeden Fall einige im Lager.
Ich finde es übrigens schön, wie mir jeden Schlag das Ding ein bisschen grüner wird. Von blau zu grün. So, wenn du mal genau drauf achtest. So, immer so ein Ticken mehr. Der Übergang. Was cool wäre, wenn du so nach und nach sehen würdest, dass sich's aufbaut. Wie zum Beispiel in The Forest. Und dass du halt im Grunde, wenn du die ersten paar Stöcke zum Beispiel drin hast, so, du nicht schon nicht mehr durchgehen kannst. Einfach so. Wäre halt ein bisschen realistischer. Also in The Forest, muss ich sagen, ist es zum Beispiel sehr gut gemacht, dass sich so nach und nach aufbaut. Gut, so richtig feste Struktur kriegt es erst, wenn es fertig ist. Aber so nach und nach baut sich's weiter auf. Wäre hier auch ganz cool. Und halt Multiplayer. Multiplayer immer noch, finde ich. Die Dynastie braucht einen Bruder. Wo man dann vielleicht auch einstellen, ob man eine gemeinsame Dynastie aufbauen will oder zwei eigene Dynastien. Und die Quest kann ja jeder trotzdem das gleiche machen. Die Quest kann ja jeder haben. Also die gleichen Quests. Und so die normalen kleinen Quests, also so gegeneinander die Dynastie, wer halt zuerst die Quest macht. Also ich sag mal, die Main-Quest, wie die Uni-Ghosts-Geschichten und sowas, ja, die hat dann halt vielleicht jeder. Aber so die kleinen Mini-Nebenquests, die du in den Städten nimmst, ist halt einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich habe ziemlich viele Holzschalen. Ich habe die nie extra nicht hoch eingestellt, aber wir haben erst ein Hufeisen. Ich glaube, ich schraube mal die Holzschalen trotzdem noch ein bisschen runter. Das ist ein bisschen arg viel. Und hier an der Schmiede kein Material für die Zinnbarren. Ah, okay. Dann gehe ich hier mal auf 5% runter. Und hier nochmal 5% rauf. Aber dass der hier nur... Na, 0,8... Ja, ich werde die halt nicht so brauchen, glaube ich. Ja? Warum der Eisensperr nicht? Ach, Wolgarn. Ah, ein Wolgarn braucht der. Ja, dann braucht er kein Wolgarn, weil dann gibt es halt keinen Eisensperr. So einfach ist es. Ich mache lieber ein paar Eisen... Ja gut, die machen, sind aber immer 10 Stück. So viele verschieße ich jetzt auch nicht. Da, von denen brauchen wir auch nicht so viel. Da macht er immer eins. Hufeisen, Eisenpfeile. Tendenziell würde ich sogar nochmal auf Kupferbarren gehen. Was ist eigentlich Dienstleistung? Also, was fehlt dir hier? Ja gut, du verkaufst halt immer gerade das, was gerade da ist. Das, was halt gerade vorhanden ist. So, und das restliche Zeug hier hast du ja nicht. Also über so nach und nach so ein bisschen wird verkauft. Rohes Fleisch, kein Material? Oh. Ja, dann verkauf mal kein rohes Fleisch. Du kannst definitiv, das Fleisch wird immer mehr. Egal welches Fleisch. Da kannst du definitiv hier noch ein bisschen mehr verkaufen. Gehen wir nochmal jeweils 10% rauf. 2,9 zu 1,8. Leder. Leder hält sich gut in der Waage, finde ich. Pelz, Federn, alles. Gut, ich verkaufe ja auch ein bisschen davon. Das hält sich eigentlich alles ganz gut in der Waage, finde ich. Rohstoffe, was haben wir hier? Ein bisschen Holz wird verkauft. Ein bisschen Brennholz wird verkauft. Kupferbarren hier wieder. Könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen anpassen. Ein bisschen höher machen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich hier Werkstatt. Schau mal her. Mache mal definitiv mal ein bisschen weniger Holzschalen. Und definitiv mal ein bisschen weniger Holzteller. Auf jeden Fall. Das ist zu viel. Bei 25 machst du 7 Stück. Ich glaube, 3 reichen hier. Weil die gehen ja nicht kaputt. Aber ich hätte gerne noch mal ein paar Eimer. Die habe ich gesehen, die gehen ein bisschen runter. Also Holzlöffel und hier, das kannst du auch mal auf 5% runterschrauben. Ich glaube, sonst haben wir da auch zu viel. Genauso wie Fackeln. Dann mache lieber noch mal ein paar Weidekörbe.
So ein paar. Ja, wobei, dann könnten unsere Stöcke runtergehen, weil 115 Stöcke braucht der Kollege dann. Vielleicht doch keine Weidekörbe. Braucht er jetzt Stöcke? Ein paar. Ja, vielleicht könnte man trotzdem. Komm, du machst mal einen kleinen Weidekorb auch mal so. Ein paar. Dann brauchst du ein bisschen Stock. Nicht so viel. Gut. Die Bauhütte habe ich immer noch nicht gerafft, weil irgendwie repariert die mir gar nichts. Stöcke habe ich schon geholt. Kann ich hier hinten weiterbauen. So. Dann können wir morgen darauf laufen und ihm das Zeug geben. Den Zaun ziehen wir noch durch. So. Die eine Dreierwerkstatt lasse ich mir aber definitiv mal noch so als Safe-Spot ein bisschen übrig. Ein bisschen da. Weil ich ja wissen möchte, ob das reicht. Ob das alles so hinhaut und reicht. Das wäre ganz schön, nämlich wenn wir da noch ein bisschen auf ein bisschen über hätten. Hi. Vielleicht soll ich hier doch trotzdem irgendwo ein Gatter reinbauen, ha? So. So, dann haben wir hier noch ein Gatter, dann können die auch nochmal hier reinlaufen. Dann können wir die eine Quest da oben den auch noch abgeben. Die haben das Arbeiten schon aufgehört. Die Felder sind eingeteilt. Den Rest machen sie jetzt dann schon noch im Laufe der Zeit. Wir haben ja noch ein paar Tage Herbst. Also für alles, was im Herbst noch angepflanzt wird. Sollte klappen. Gut. Schau doch schon mal schön aus. Die 5 Zäunchen da kriegen wir noch. Haben wir alles. Dann ist, würde ich mal sagen, das Feld soweit fertig, bis auf das wir noch Scheunen und so ein bisschen brauchen. Ne? Dass noch ein bisschen mehr Arbeitskraft auf die Felder kommen. Und dann haben wir das alles, denke ich, schon mal endlich auf einen guten Weg. Auf einen grünen Zweig. Technologie brauchen wir auch nicht mehr viel kaufen. Guck mal, der hat mir das Tor aufgehalten. Ich würde sagen, wir haben 17 Uhr irgendwas. Ich würde gerne nochmal hier hinter schauen, ob da vielleicht das eine Banditenlager wieder da wäre. Einfach noch so zum Abschluss nochmal ein Banditen... eins rein hauen. Das wäre ganz schön. Und ich hätte gern überall Laternen und keine so Standfackeln. Vielleicht bei den Feldern so ein bisschen Standfackeln, aber sonst hätte ich so Laternen gern.
Weil da waren ja welche hier an den Kreuzungen. Ich sag, hab so nah an dem Dorf. Ich glaube nicht an der Kreuzung, sondern an der hier hinten drüben. Da laufe ich nochmal schnell hin. Einfach mal schauen. Ob da vielleicht noch was ist. Nee. Nee, leider kein Banditenlager. Hätte ich gern noch mal eins gemacht, kurz zum Schluss. Leider keins mehr. Gut, dann laufen wir wieder nach Hause. Leider keins mehr. Schade. Gut, wir waren aber schon lange nicht mehr bei dem einen Kerl im Wald. Dem Einsiedler da. Aber in die Richtung zu ihm habe ich noch nie ein Banditenlager gehabt. Schauen wir mal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal nach Hause. Einen Tag haben wir noch in dem Herbst. Einen herbstlichen Tag haben wir noch. Und dann ist das auch rum. Der Herbst. Und das Ende nächsten Jahres kommt dann auch schon bald. Der Winter. Jo, können wir direkt pennen gehen vielleicht noch? Bam, das machen wir noch schnell. Dann ist bald der Winter da. Ich speichere. Zack. Und ich würde sagen, wir verlassen das Spiel.